Hallihallo, herzlich willkommen. Ich bin der Typ von Next Gen Games. Heute zu einem Let's Play von Portal 2 im Koop-Modus. Und der Eierkopf vor mir, der wird sich jetzt auch mal vorstellen. Hallo Eierkopf. Ja, ich bin der Eierkopf Julian. Ne? Also auch bekannt als Peabody, hier der Roboter, den ich spiele. Und du bist von was? Ich bin, wie von was? Ja, von deinem Kanal. Ich weiß ja nicht, ob du den auch erwähnen magst. Ja, der Kanal heißt J-Game Pictures. Da könnt ihr das Video auch sehen. Also könnt ihr meine Sicht sehen. Und auf dem Next-Gen-Games-Kanal von Andy könnt ihr dann Andys Perspektive sehen. Und der ist jetzt neu, glaube ich, ja? Ja, mein J-Game Pictures-Kanal ist neu. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Wir sind hier im ersten Level. Genau. Und ja, steigen mal hier in das Gerät. Der Andy spielt übrigens Atlas oder Blue. Das bedeutet? Ja, dass Gladys, der Hauptcomputer, also diese Frauenstimme, die man jetzt gleich hören wird, die nennt dich immer Blue und mich Orange, weil du hast ein blaues Auge, ich habe ein orangenes Auge. Ein blaues Auge, wie sich das wieder anhört. Hallo, du hast ein blaues Auge. Wurde ursprünglich für Menschen. Das war ich. Hier geht es um Teamarbeit. Ja. Im Gegensatz zu uns. Das hätte er gerne. Teamarbeit erst lernen. So, ich bin ja noch neu im Fach hier. Ich werde daher ein bisschen Anleitung, denke ich mal, brauchen. Der Julian kennt das schon alles ein bisschen. Ja. Vielleicht erklärst du etwas das Grundprinzip für die Leute, die es nicht kennen. Ich habe ja schon mal so ein bisschen in den Singleplayer geschaut. Ja, also Portal ist, ja, es gibt es auch schon als ersten Teil natürlich, aber Portal ist ein, ja, Denksportspiel, sag ich mal, aber so ein bisschen der anderen Art. Also nicht so einfach, du musst Aufgaben lösen und weiter, sondern das ist halt so eine kleine Story, wo man mit Robotern, wie hier, dann so Tests lösen muss. Und dann hat man diese Portalkanone, kann ich ja mal gerade zeigen, man kann aber auch nur an solche weißen Flächen hier Portale schießen. An die schwarzen geht das nicht. Und ja, man hat halt zwei verschiedene Portale. Da kann man dann durchlaufen. Oder durchfallen, was du oder da gerade machst. Genau. Und ja, wir müssen jetzt halt zusammen diese Tests lösen. Dann fangen wir mal an. Ja, dann würde ich sagen, stell du dich doch einfach mal auf den Knopf. Ja. So, dann gehe ich jetzt durch. Schieß mal ein Portal, jetzt kannst du auch durchkommen. So. Hallo. Schönen guten Tag. Jetzt musst du dich mal hier drauf stellen. Und jetzt musst du mal, Sekunde, bevor du runtergehst, da ein Portal hinschießen. Also, du siehst, der obere Halbkreis, der ist die linke Maustaste, das eine Portal, und der untere Halbkreis, rechte Maustaste, das andere Portal. Mhm. Und die kannst du variieren, wie du möchtest. Dann gehst du jetzt mal durch die Tür. Und schießt da nochmal ein Portal hin. So, und jetzt müsstest du nochmal da reingehen und mir die andere Tür aufmachen, damit ich dann auch durch kann. Sollte ich das tun? Ja, das wäre äußerst nett. Ach, blöd. Au! Ups! Jetzt bin ich kaputt. Du weißt, da zahle ich dir heim. Das weißt du aber, ne? Geht das öfters? Ach, Mist. Wenn man es kann. Ja, ja. Hey. Ich weiß nicht, dass das einen Sinn hat, oder? Was zum... Das sind so Gesten, die man machen kann. Ach, das ist diese Q-Taste, richtig? Genau, mit F kann man so ein Ping-Tool. Da kannst du einen Timer oder ein Auge oder, ja, mal auf den Knopf stellen, so zum Beispiel, oder Portal. Ja, ich sehe euch und es ist mir egal. Ja, diese Stimme ist jetzt übrigens Gladys. Die steuert die ganze Anlage hier. Und das macht die sieht uns durch diese Kamera da. Und immer wenn da so eine Kamera hängt oder auch
oder auch diese Kamera. Und immer wenn da so eine Kamera hängt, dann kann man halt so ein bisschen mit der Q-Taste so ein bisschen Schwachsinn machen, das ärgert sie dann. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. So, jetzt werden wir auseinandergebaut. Es sieht man besonders gut, dein Eierkopf. Ja, dein Bowlingkugelkopf sieht man aber auch. Ja, das kommt wenigstens ungefähr hin. Hast du echt einen Julian, Bowlingkugel? Ja, wenn du wüsstest, den nehme ich manchmal ab zum Spielen. Okay. Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant, für Gewinner jedenfalls. Übrigens, hier diese Tafel mit den 2 drauf, also Testkammer 2. Ja. 2 von 6 sieht man, für den ersten Durchlauf sind 6 und dann geht man in den zweiten Bereich und so weiter. Ja. Und man sieht hier, was jetzt heller ist, also nicht grau. Hier können wir einmal in so ein tödliches Bad fallen. Mhm. Und wir müssen Würfel auf Knöpfe legen. Und das ist natürlich alles Aperture Laboratories. Oh, jetzt kommt er wieder mit Fachbegriffen hier an. Das ist die Firma hier. Ja, wer geht jetzt rüber? Wer drückt das Knöpfchen? Ich guck mal den Knopf. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Ja, nur damit du Kollaboration. Klar! Ja, ne? Gladys mag mich eh mehr. Auch wenn die gleich was anderes sagt, aber trotzdem ist halt so. Ich könnte jetzt Tab drücken, dann würde ich sehen, wo Julian gerade steckt. Das mache ich jetzt aber nicht. So, das mache ich aber gerade mal bei dir. Seht ihr jetzt unten rechts? Da ist der Andi wieder. Und jetzt müssen wir beide autorisiert werden. Stell dich mal gerade vor mich, bitte. Ja, und? Ich guck, wie ich aussehe. Aha. Ich bin so klein. Ja. Eigentlich müsstest du ich sein, so vom eigentlichen Sinn her gesehen. Ach, du hast doch keine Ahnung. Ja, wieso? So, jetzt müssen wir gucken, dass jeder eine Seite nimmt. Also... Portal da, Portal da. Du machst Portal da und Portal da. So, ja. Und jetzt? Gehe ich da durch. Oder wie? Genau. Sekunde aber nochmal eben. So. Dann, genau, stehst schon richtig. Jetzt müssen wir dann auf 3 beide den Knopf drücken, also den vor uns. Und wahrscheinlich und dann, den anderen, oder? Genau, und dann hochlaufen und den anderen drücken. Da bin ich schon. Was? Ist egal, oder? Ist das wurscht wie rum? Ja, die Timer müssen alle gleichzeitig laufen da oben. Gut, also... Ist aber egal wie rum. Gut, dann fangen wir an, oder? Warte, mach ich mal den Timer und bei 0 geht's dann los. So, durchlaufen und drücken. So, jetzt haben wir einen Ball bekommen. Da, ja, das, hier, Ball. Das ist was für dich zum Spielen, ich weiß. Machst du jeden Tag so. Ja, genau. Können wir jetzt mit E aufnehmen und dann sehr gut, ihr da reinlegen. Wart wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Ja, das bin ich dann wieder. Nee, das bin ich. Nein, das bin ich. So, jetzt werden wir demontiert. Ach, ihr der Eierkopf, oder? Ich weise jetzt Gladys an, dass sie dich nicht wieder montieren soll. Die macht das eh. Ja, ich weiß. Die mag mich nämlich lieber. Nee. Doch. Sagt das zwar vielleicht, meine ich. Irgendwann sagt die das, glaube ich. Was? Dass sie mich lieber mag? Ja, das ist ja auch die Wahrheit. Teamarbeit ja, und ist egal. Gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind diese Tests potenziell tödlich. Hey! Im Sicht des bisherigen Verlaufs wäre dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Ich ärgere dich. Hör auf. Ja, ich gewinne dann auch noch. Blöd, Mann. So, komm, machst du mal Portal. Portal hier, Portal there. Kannst du mal? Ja. Rumblödel. Ja. So, ich bin mach ich ein bisschen halt. Faxen vor der Kamera. Au! Au! Schluss jetzt. Ursprünglich erfassten diese Kameras Momente höllischer Schmerzen und Qualen von Testsubjekten. Wenn die Testsubjekte überlebt haben, konnten sie die Fotos für $5 kaufen.
Starben sie, erhielten ihre Angehörigen die Bilder kostenlos. Die Fotos waren nicht so beliebt, also erhielten die Kameras einen neuen Zweck. So, jetzt muss ich mal eben die Geschütztürme, auch Turrets was genannt, soll kaputt das? Machen. Monster! Die gehören zu uns! Oh, das tut mir leid, Gladys. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Du kannst da runterkommen. Aua. Das schadet nichts. Du musst da hinten ein Portal schießen. Und da oben. Da oben und? Da hinten das andere. Nein. So. So, jetzt bauen sich hier diese beweglichen Plattformen zu einer Treppe auf. Werde ich autorisiert, ist Andi autorisiert. Individuelle Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Die klang gerade irgendwie bitte kaputt. Weiter zur nächsten Testkammer. Ja, ich weiß nicht. Das macht die auch teilweise ab. So, jetzt laufen wir hier auf dem Laufband. Man sieht, Andi ist eindeutig langsamer als ich. Dafür dribbelst du irgendwie so komisch. Ja, ich hab... Wie so eine Frau. Beine. Nein, das sieht bei dir aus, als hättest du Stöckelschuhe an. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Ja, jetzt müssen wir diesen Würfel da holen. Und was ist das? Und das sind bewegliche Dinger, die man mit den Knöpfen steuern kann. Ah ja. Ist auch mit Pfeilen gekennzeichnet. Also müsste einer jetzt hier... Das Opfer spielen. Das Opfer spielen. Wer macht das, du? Ja, da bin ich mal das Opfer. Dann mach du da mal das Opfer. Das ist eine gute Idee, oder? Ich bin durch. Ey, sag mal. Komm auf. Bin ich in der Lücke gefangen. Hör mal. So. Das ist der Falsche. Da auf die. Ich ärgere dich nur ein bisschen. Ich hab geklappt. Oh Gott. Du hast Orange gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du 14 Kollaborationspunkte. Cool. Kannst du mal da reingehen? Nö. Schade, ich wollte nämlich auch mal Kollaborationspunkte absagen. Kriegst aber nicht. Hopp, tala. Orange ist kein Mensch. Die Vertrauenslektion ist nur einmal nötig. Blue wird ein Kollaborationspunkt abgezogen. Ja, da verlierst du auch schon direkt wieder einen. Ich geh dann mal, ne? Ja, dann mach. Du hast schon geschossen da oben, oder was? Ja, kannst durch. Huch, das ist immer so verwirrend hier. Na komm. Ja, wo muss ich hin? Ja, weiter. Immer nach vorne durch. Immer geradeaus durch. Das andere nach vorne. Brav. Du musst mich schon leiten, wo ich hin soll. Ja, immer geradeaus durch. Immer geradeaus durch. Jetzt muss ein Portal da schießen. Ja. Musst du runter. Da unten auch, oder? Jetzt musst du erstmal runtergehen. Hier auch, oder? Ja. Oh. Ja, ups. Möglichst nicht durchgehen. Ja. Ich stand drauf. Na komm, geh drauf. Nein, ich muss hier runter. Jetzt ist das ja wieder weg. Ja. Warum ist das weg? Keine Ahnung. Orange, du hast mir gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Toll. Dafür erhältst du 17 Kollaborationspunkte. Ja, 17! Ah, dann gehe ich wieder. Ach, jetzt sind wir beide hier. Los! Gewesen. Warte jetzt mal, wo? Musst du da unten einschießen und da oben. Da unten und da oben? Ja, da unten an die weiße Fläche, da geht. Ja, ich bin ja schon dabei. Ja, brav. Geh durch!
gehe schon mal weiter. Ah! Boah, das... Wo hängst du da jetzt? Hier oben. Ich sehe es. Au. Ups. Du bist gemein. Jetzt müsste dir eigentlich noch einer abgezogen werden hier. Du. Komm. Ich klau dir jetzt den Kopf. Kommst du mal. Ey. Ja. Alber hier nicht rum. Ja, ich alber hier rum. Guck mal, ich hab dir wohin getreten. Ja, du hast mir... Wohin getreten? Ich hab dir wohin getreten, das tut weh da. Oh, jetzt hast du Glück gehabt. Ja. Boah, bei dir kann man nie wissen. Kannst du jetzt bitte einmal runter machen? Nee. Runter, ganz. Ey, ey. So, einmal hoch. Jetzt runter. Ich hab Schiss, jetzt weiter zu laufen. Ich hab jetzt echt... Nein! Hoppala! Das ist grausam. Blue erhält 25 Kollaborationen. Oh Gott. Jetzt ist er so weit vorne. Ach, schön. Naja, ist ja kein Wettbewerb. Doch. Ne. Doch. Geh. Sag mal, hier. Los. Was machst du denn? Ja, du machst mich kaputt. Nee, du bist da reingelatscht. Ich bin nicht da reingelatscht, du machst nur kaputt. So. Einmal runter. Hä, warum fährt das? Oh, ich bin der dritte. Hä? Oh, scheiße, unten hängt der Würfel dazwischen, oder? Nee. Doch. Nee, ich seh ihn aber nicht. Geh nochmal drauf, bitte. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Komisch. Boah. Hier ist der Würfel. Ich hab den. Ja, ich weiß. Der liegt da noch. Ja, Jetzt müsstest du mal das runter machen. Wie runter machen? Wieso runter? Ja, runter. Einfach mal runter, weil ich hab jetzt vergessen, da oben... Nee, dann warte, mach nochmal ganz hoch. Geh nochmal auf den Hochdings. Ja, jetzt kann ich nämlich da ein Portal schießen. Da ein Portal schießen, du kannst mir nichts mehr anhaben. Das hätte ich jetzt auch gar nicht gemacht, so unfair bin ich nicht. Und jetzt muss zweimal runter. So, jetzt wieder hoch. Hoppala. Oh, das war eng. Das war wirklich eng jetzt. Runter muss jetzt. Das war aber ausnahmsweise mal keine Absicht. Ja, bin ich mir nicht sicher. Bei dir weiß man nicht. Ja, so manchmal weiß man nicht. Wir haben den Würfel. Ja, jetzt ist er auf dich gefallen, jetzt bist du bestimmt kaputt, oder? Ich bin ein Roboter, ich schade. Was ab. Du bist ein Roboter, ich wusste doch schon immer, mit dir stimmt was nicht. Wir sind beide Roboter. Echt? Ja. Ich bin aber hübscher. Ne. Ich bin so klein, ich komme überall durch. Das hättest du wohl gerne. Du bist klein und breit. Wer hat denn dir das verraten? Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis. Gib mir meinen Kopf wieder. Ey! Blue, du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Ja. Du büßt die ganze Zeit Punkte ein. Ich trinke jetzt erstmal Chai-Tee. Kennst du Chai-Tee? Ja, kenne ich. Ah ja, noch nie getrunken. Muss man machen. Muss ich das? Ja, der schmeckt gut. Gehört das zu den Sachen im Leben, die man mal machen muss? Ja, das gehört definitiv zu den Sachen im Leben, die man mal machen muss. Ich wiederhole, das ist kein Wettbewerb. Und das ist interessant. Aber wenn es das wäre, dann so. Würde Orange gewinnen. Ha! Ist aber keiner. Hast du gerade gehört? Was denn? Ich sag, das ist kein Wettbewerb, aber wenn es einer wäre, würde Orange gewinnen. Das bin ich. Ich bin Orange. Peabody. Jetzt mach den Stampfer hoch. mach den Stampfer hoch. Ey, aua, aua, aua. Ist fast so lustig wie Call of Duty hier. Mach den Stampfer hoch. Au. Mach den. Ich mach dir jetzt den Würfel kaputt. Ey! Jetzt hab ich nämlich die Kontrolle über den Würfel. Wie hast du den jetzt kaputt gekriegt?
wenn ich noch einen spawnen lasse hier mit dem Knopf, dann geht der kaputt von dir, damit man nicht allzu viele hat. Mist. So, jetzt lauf du mal durch die... Jetzt habe ich dir was erklärt. Ja. So, komm, mach den Stampfer hoch. Okay. Ganz hoch. Nein! Hoppala! Sauber in der Mitte gespalten, darf ich dazu mal sagen. So, jetzt aber richtig. Bis ich da bin, ist er wieder unten. Nein. So, jetzt musst du mal hier jetzt in die Mitte zu dem. Oh Gott, das war aber spät jetzt. Mach weiter noch, der muss noch weiter da rein. Ich muss höher, höher, Hilfe, Hilfe! Du lässt... Höher! Frage, was kommt da unten? Da ist eine tödliche Flüssigkeit, du musst mich noch höher machen. Noch höher, Wollen wir mal gucken, wie die Flüssigkeit sich so auswirkt? Das hat jetzt aber nicht wirklich was gebracht, oder? Nee, ich bin nur geflohen, weil wenn du den wegmachst, dann geht der eine wieder höher. Du musst den noch höher machen. Noch höher, noch höher. Ja, nicht auf mich hört. So, jetzt kommt die Decke immer näher. Jetzt müsstest du mal auf den da hinten wechseln. Los, ey, sag mal. Boah. Dafür ist er zu langsam, der Stampfer. Den gibt's aber auch hin schnell. Wie beruhigend. Und du? So, jetzt musst du den Laser mal auf das Ding richten. Und dann den Würfel stehen lassen. Jetzt musst du durch das Portal. Während Andi hier hinläuft, blödel ich vor der Kamera rum. Ich tanze eine Runde. Das ist nichts Neues. Seid ihr defekt? Ich hätte wohl genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ist, bei dem mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten. Blödelbade nennt man sowas. Ja, ich lieg im Wettbewerb vorne. Du Conehead. Tja. Wo siehst denn du das? Das hat sie doch gerade gesagt. Wäre das ein Wettbewerb, wäre Orange vorne. Ja, aber du hattest doch bisher nicht so viele Punkte, oder? Oh. Ja, aber es ist nur Kollaborationsteamarbeit. Die hat dich lieber als mich. Die ist voll voreingenommen. Ja, ich bin halt super. Ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Ey, wenn ihr es macht, ohne Kopf. Ich knall dir einen auf den Latz. Aua. Hey. Da guckst du blöd. So. Das sind wieder 50 Strafpunkte. Mach so weiter und du verlierst 500 Punkte. Ja, genau. Du hast ihre Ansage gehört. Gut, 500 Strafpunkte für Blue. Was? Ich hab... Boah, ich... Nee. Das darf man schon nicht mehr lachen. Ja, sie wollte halt, dass du mit dem Blödelein aufhörst. Hä? Ja. Oh, jetzt musst du dir selber die Portale mal schießen. So, hier unten hin. Ja, hier unten. Du bist lustig. Hier, wo ich hüpfe. 5000 Strafpunkte. Was? Zufrieden. Oh, ich glaube, die Strafpunkte gelten für uns beide. Wieso weil ich das gerade auch nur gewunken und dann sagt sie 5000 Strafpunkte. Na toll. Jetzt müssen wir auf 3 an diesen beiden Hebeln ziehen. Welche Hebel? Ach da. Der, der den Hebel nicht zieht. Ja? So mache ich. Warte. Oh. Ja, jetzt haben wir 50.000. Mal sehen. Fertig. So, Sekunde. Timer. Wo bist du hin? Portal geschossen, um die CD zu holen. Ah. So. CD? Ach, die CD. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Ja, danke. Oh, eins noch. Wenn ihr den Test passt zu dir. Kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen. Was? Wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Oh. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Die macht uns kaputt. Mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Die macht uns kaputt. Ich will hier weg. Aua! Für einen Mangel. So was ähnliches ahnte ich. Ja, wir sind außerhalb der Teststrecke. Da muss sie uns kaputt machen. Warum?
weil da keine Demontagekammern sind und wir sonst da nicht mehr wegkommen. Ja, aber wie? Nicht mehr, gibt's da keinen Ausgang? Ja, eigentlich schon, aber da musst du ewig laufen. Toll. Und dann war auch schon den ersten Testkammerpart beendet. Ach, wir sind schon durch die erste Testkammer durch. Ja, durch den ersten Bereich. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, ha? Ja, was? Das? Testkammer 2 dann im nächsten Video. Genau. Soll ich auch nochmal winken? Ja, dann winken wir nochmal. Ich mach das, was ich am liebsten mache. Hey! Aber schneller! Ah, das wollte ich gar nicht machen. Aua. Ja, was machst du denn? So. Dieses kranke Lachen, das passt besser zu mir. Ja, weiß ich. Also dann. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.